Willkommen zurück zu Mario Kart 7. Ich begrüße Ilias, David, DMS, Jeremy und Frinerik. Oder dich, lieber Julian. Bitte warte wie alle anderen darauf, wenn ich es sage, bis 8 da sind. Dankeschön. Ich habe nämlich jetzt dreimal in den Chat reingeschrieben, ich habe genauso wie viele andere, dass ich gerne darauf warten möchte, bis 8 Leute anwesend sind. Das war nicht fair von dir, dass du das ignoriert hast, deswegen würde ich dich bitten, das in Zukunft zu unterlassen. Ich nehme das jetzt trotzdem auf, ganz einfach, weil ich jetzt mittlerweile leid bin, ständig die Gruppe abzubrechen, weil immer irgendjemand meint, vorzeitig starten zu müssen. Aber fair ist das trotzdem nicht. Ich möchte nämlich mit möglichst vielen Leuten fahren und wechsle deswegen auch nach jedem Part immer die Gruppe. Fällt euch jetzt wahrscheinlich gar nicht so auf, aber doch mache ich. Hier sind wieder einige dabei, in die wir schon öfters gefahren haben. Gerade Jeremy und David. Vor allem an David habe ich ja sehr zerstörende Erinnerungen davon, wie er mich komplett zerfetzt hat. Aber trotzdem. Also bitte in Zukunft unterlassen. Danke. Was jetzt dieses Rennen angeht, werden wir das jetzt einfach so durchziehen, würde ich sagen. Problem ist auch natürlich, dass es immer sehr viel Zeit beansprucht, eine neue Gruppe zu suchen. Geht dann insofern, dass, beziehungsweise ist es insofern das Problem, dass es immer dauert, bis man, letztendlich mit einer Gruppe verbunden ist. Es kommt auch öfters vor, dass man, Fehler bei der Datenübertragung hat. Vor allem, wenn man die Gruppe kurzzeitig verlässt, so wie ich es tue, muss man eigentlich das Spiel neu starten, weil das Spiel dann erstmal in einer Art, Warteschleife hängen bleibt. Deswegen werde ich jetzt auch dieses Rennen einfach so machen, zumal es denen gegenüber unfair ist, die wirklich anständig gewartet haben. Es haben 3 andere mit mir im Chat gesagt, dass man warten soll, weil ich einfach möglichst vielen Leuten, wie gesagt, helfen möchte, aber... Ja, Quatsch. Helfen möchte, ja. Sehr klar. Nee, mit ihnen fahren möchte. Also, vielleicht kann es einigen helfen, aber ich glaube, das ist nicht der primäre Sinn dieser Veranstaltung. Ich habe jetzt erstmal selbst von dieser Banane geholfen, auch wenn ich eigentlich die Rote dazu wenden wollte, jemanden da vorne zu treffen. Und da eigentlich schön durch die Kurve schneiden wollte, aber gut. Ja, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich noch eine Banane treffe. Nein, wo ich noch richtig gutes Item bräuchte. Also, was hast du anzubieten? Zweifel, dass mir das hier helfen wird. Weil ganz im Ernst, das hier ist die Kokospromenade. Hier kann ich eh überall Stunts machen, um Speed zu kriegen. Da helfen mir 3 Pilze wirklich nicht viel. Hier kann ich das zwar jetzt machen, aber trotzdem, ich brauche was anderes. Ich brauche was Härteres. Okay, ein Stern, damit kann ich leben. Ich werde ihn gleich einsetzen, wenn ich da unten bin. Scholl, der hat einen Kugelwilli. Nämlich oh nein, warum? Ich dachte, ich kriege jetzt noch ein anderes Item. Super. Na, oh, komm. Nein! Okay. Okay, ich konnte auch 2 überholen. Ist jetzt kein Traumergebnis, aber besser als letzter zu werden, ist es definitiv. Insofern, ja. Und David ist Erster. Das ist ein Umstand, der mich wenig überrascht, weil der Typ ist absolut gut. Also... Ja, wie gesagt, ich habe schlimme Erinnerungen daran. Der könnte theoretisch auch einfach die Parts, die ich mache, übernehmen. Ist es jemand draußen? Schade, der Jeremy ist draußen. Schade. Naja, auf jeden Fall haben wir uns an Schweizer für die Runde verloren. Das ist schade. Aber gut, machen wir mit 6 Leuten eben weiter. Ja, 6 ist jetzt natürlich nicht optimal, aber wir werden schon irgendwie klarkommen. Wenn zumindest die Auswahlmöglichkeiten getroffen sind. Es eröffnet mir aber auch die Möglichkeit, dass ich dann danach in dieser Gruppe bleibe und zwei weitere joinen lasse. Vorausgesetzt, man hält sie, oder diesmal wird sich an die Regeln gehalten, aber gut, dann werde ich jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Fahren wir jetzt Regenbogen Boulevard. 3, 2, 1 und fahr los. Ich habe heute eigentlich ein relativ gutes Gefühl bei dieser Strecke. Manchmal bin ich hier ziemlich gut und manchmal abgrundtief schlecht. Und
Naja, wenn es schlecht losgeht, beginnt es eigentlich mit so einem Pech, wie ich es hier hatte. Oder ich fahre relativ stark durch. Weil sobald ich einmal in der Stadtpassage getroffen werde, fliege ich irgendwo runter. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine mathematische Formel gibt, die auf sowas schließen lässt. Aber es ist schon sehr verdächtig teilweise. So. Den Stern kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Jetzt allerdings. Hier kann ich durchaus damit schönen Speed aufnehmen. Wenn ich denn irgendjemanden einholen würde, was ich nicht tue. Die sind alle da vorne chillen. Aber das wird fies. Habe ich jemanden getroffen? Glaube nicht. Jedenfalls scheint der Stachy noch unterwegs zu sein. Beziehungsweise jetzt nicht. Also jetzt ist er nicht mehr unterwegs, aber war länger unterwegs. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich bin nur Sechster, was kein gutes Ergebnis ist. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Insofern. Schau ich mal, was ich jetzt tun kann. Nämlich jetzt abgehen mit dem Goldpilz. Yes, und zieh. Trotzdem nur Flirter. Schade. Dabei. War das doch eigentlich jetzt. Where the fuck kam der jetzt her? Und natürlich hat er mich wieder anvisiert. Ach ja, meine Magnete mal wieder. Ah! Ich dachte, ich hätte Windschatten vom Shy Guy, aber da war ich wohl nur ganz, ganz, ganz knapp davor, den Windschatten zugesprochen zu bekommen. Nein! Warum? Jetzt setzt er mich ja noch zurück. Och nee. Okay, ich kann es vergessen. Letzter. Die hole ich nicht mehr ein. Ach, shit. Nee, nicht nur mit dem Goldpilz. Das sehe ich den Zug absolut abgefahren. Ja gut, das war riskant, aber es könnte... Nein. Warum setzt er mich so weit zurück? Also bitte, Lucky Two. Ich war fast an der Ziellinie. Okay, egal. Ich nehme den letzten Platz einfach in Kauf. Ich hatte zwar ein ganz gutes Gefühl, aber... Gegen diesen Umstand kann ich jetzt leider nichts tun. Es war einfach, ist einfach scheiße gelaufen. Wie gesagt, ein Treffer in der Anfangspassage und ich flieg irgendwo runter und dann komme ich nicht mehr nach vorne. Ich kann den genauen Grund auch nicht nennen. Es muss irgendwas mit Psychologie zu tun haben. Was ich noch nicht verstehe. Wenn irgendein Psychologiestudent unter euch ist, kann er mir da ja vielleicht weiterhelfen. Aber ich für meinen Teil... Kann es im Moment nicht genau sagen, ob ich dann irgendwie demotiviert bin. Wäre gut möglich oder... Ich weiß es nicht. Oh Gott, das ist sicher noch so ein SNES-Regenbogen-Boulevard. Warum das? Warum? Na, schauen wir erstmal, was dann letztendlich drankommt. Ja. Gut. Also, jetzt kommen dran... Resolutes Eisblade. Oh, das hatten wir. Ich weiß nicht. Ich glaube, hatten wir schon einmal in der Community? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist es eine Strecke, die so häufig vorkommt, deswegen ich relativ froh bin. Daher fahren wir mal. Was mich überrascht ist, dass wir noch kein einziges Mal die Wobbi-Waba-Wüste hatten. Das hätte ich eigentlich schon mal erwartet. Wow, dass dieser Bob-Omb mich nicht getroffen hat, ist ein Wunder, muss ich zugeben. Ich hatte mich eigentlich sowas von am Explodieren gesehen, aber irgendwie habe ich es geschafft, dem auszuweichen und das ist doch schön. Hallo, warum gehst du nach unten? Ich wollte diese Münzen. Boah, du... Ich glaube, der brennt der Kittel. Schaut aber einfach meine Münzen weg. Na, warte. Bam! Und... Oh, shit. Okay, der Pilz. Da ist jemand mit dem Stern. Jetzt hat er keinen Stern mehr. Ich werde hier den benutzen. Wow. Was hat er denn schon wieder für... Wieder gecomboed. Aber wisst ihr was? Ich bin zwar jetzt vom 2. auf den 5. Platz wegen einer Combo geflogen. Aber das ist nicht so schlimm. Abfacken tut es mich nur, wenn ich gecomboed werde. Und dann einer mich mit dem Stern überfährt. Und ich deswegen 50.000 Mal in der Luft rolle. Ehe ich endlich zur Ruhe komme. Weil das finde ich beschissen. Dass ich jetzt allerdings niemanden mehr sehe, wird auch etwas übertrieben. Hallo. Hallo, Guys. Fürto, wo seid ihr? Ah, da vorne. Hi. So. Rüber da.
Okay, ich bin am vierten vorbei. Ich habe einen Kugelwilli. Das ist ja mal nice. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich den einsetzen werde. Nämlich hier. Damit ich hier so schön rüberfahren kann. Und ja, dachte ich mir doch. Weil dann in der Kurve kann der Kugelwilli natürlich wesentlich mehr Zeit rausholen als die anderen. Okay, es ist etwas abenteuerlich, was gerade passiert. Aber gut. So. Ja, nicht ausweichbar für diese Banane. Aber egal, er wird jetzt getroffen werden und ich bin wieder dran vorbei. Teilweise die... Also, man hat wirklich das Gefühl, die Leute wissen, wo ich gerne langfahre und können deswegen die Bananen... Oder ihr könnt mir deswegen die Bananen besser in den Weg legen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Aber auffällig ist es schon ein guter, wenn ich ein Dritter. Solange jetzt nicht... Ach komm! Das ist doch jetzt nicht wahr! Wie ist das denn jetzt schon wieder passiert? Das gibt es einfach nicht. Ja, wenn ihr die Punkte nur sehen würdet, denkt ihr, ich bin so schlecht. Aber ihr seht doch, was hier immer abgeht. Es ist nicht zu fassen. Also, mir ist es nicht begreiflich, was immer mit mir geschieht. Jetzt schnupft er da die rote Pit, trifft mich perfekt. Du sagst ja noch runterflieg. What the hell? Naja, letzte Runde. Im Moment sieht es sehr schlecht aus, weil ich habe kolossal verkackt, wie es den Anschein hat. Wo's da vorne werde ich wohl nicht mehr kommen können. Deswegen ist es natürlich klar, dass jetzt zweimal der SNS Regenbogen Boulevard gewählt wird. Das ist natürlich etwas, was mit der endgültig den Gnadenstoß versetzen soll. Oh, das ist übrigens verdammt heiß hier die ganze Zeit. Dieses Mikro ist heiß. Also das heißt, davor zu stehen. Der Laptop. Es ist, schlimm. Vor allem, weil es halt so schwül ist. Also nicht warm im Sinne von Sonnenschein, sondern warm im Sinne von Schwüle. Und ich finde, schwül ist eine schlimme Hitze. Das mag ich überhaupt nicht. Sonnenschein finde ich schön. Aber schwül mag ich überhaupt nicht. Deswegen, ja, und nein! Meine Items. Meine Münzen. Warum nehmt ihr mir mal alles weg? Gönnt mir doch mal was. Mensch. Mein Item. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, das Item kam nicht schneller. Ich weiß nicht. Ein paar haben mir gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, das Item schneller zu erhalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gehen soll. Insofern, ja. Ah, okay. Doch, jetzt weiß ich es. Man muss scheinbar einmal auf den L-Knopf oder auf den Item-Knopf drücken. Dann erhält man so tatsächlich schneller, habe ich gerade gesehen. Auch wenn ich diesen Pilz gar nicht an dieser Stelle einsetzen wollte. So, vierter Platz immer noch. Da ist doch ein Pilz drin, oder? Boah, sogar drei. Ich hätte episch abkürzen können. Ich wäre sowas von nice Erster gewesen. Danke, lieber Blitz. Beziehungsweise lieber Blitzbenutzer vor allem. Dankeschön. Hast mir eine riesige Freude gemacht. What the fuck ist gerade wieder passiert? Wo ist mein roter Panzer hin? Also ist irgendwie mit der Banane kamikaze-mäßig reingeflogen und ein roter Panzer verschwendet. What the fuck? Na gut, komm nach vorne, schneller, zieh, du musst schneller ziehen. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich so weit hinten bin. Das ist doch echt lieber... Gut, kein Blitz! Okay, gut, ich glaube, es kommt kein Blitz. Okay, es war ein bisschen wahnsinnig. Aber kommt, dass ich erstmal keinen Bock... Nein! Warum? Was passiert mir das schon, weil ich in dieser Hecke lande? Eigentlich so gut wie nie, und was rettet jetzt passiert? Nein, lass mich in Ruhe, nicht rammen, verdammt nochmal! Warum hasst mich dieses Spiel nur so abgrundtief? Schon wieder letzt, und das darf doch jetzt also nicht mehr wahr sein! Fahr doch! Ich akzeptiere diese Ergebnisse langsam nicht mehr! Schon wieder Vierter. Das ist doch nicht wahr! Warum kann ich nicht einfach nur gewinnen? Ich geh jetzt weinen.
Was ergibt es, bringt mich zum Weinen. Ich werde jetzt 3 Tage nicht reden. Daumen hoch, bitte, wenn es euch gefallen hat.